Ja, hallo, es erwarten Sie heute viele Kurznachrichten, aber besonders auch unsere Tagesthemen nachher. Und zwar wird es da nicht nur um Christian Felber gehen und die Kritik daran. Ich habe mal so ein bisschen rumgegoogelt, was es denn so an schriftlichen Kritiken gegen Markus Krall gibt und seine bürgerliche Revolution, gegen Christian Felber und seine Gemeinwohlökonomie, GWÖ. Und dann bin ich noch über eine neue Sendung von Gradido gestolpert, die nochmal ganz deutlich macht, welche Zentralirrtümer dieses neue Geldsystem hätte. Und jetzt gibt es erstmal die Kommentare. Aber vorher gibt es natürlich unser Tagesbild. Wanted, wanted. Ja, so glaube ich, können wir das lassen. Unser Tagesbild. Ja, vielleicht so. So. Ja, ich glaube, jetzt können Sie die Augen einigermaßen sehen. Und als erstes klicken Sie mal unten rechts auf das Zahnrädchen, damit Sie schneller drehen können, denn ich werde heute wieder besonders langsam sprechen. Ne? Ja, erster Kommentar, der mir geschickt wurde. Also die verschiedenen Sender, die unsere Sachen veröffentlichen, da haben wir manchmal ja gar keinen Überblick mehr, wer alles unsere Sendung re-uploadet, wiederholt und spiegelt und so weiter. Schluck Wasser. Also, da werden uns die Kommentare geschickt zur Beantwortung. Und die Beleidigungen werden natürlich immer alle gelöscht sofort, ne? Ja, weltweit 188 Länder, 20 Millionen in bestätigte infizierte Personen weltweit, 750.000 an Covid-19 Verstorbene. Wissen Sie, für was das spricht? Ich weiß gar nicht, was der Kommentator damit sagen will. Will er mir die Gefährlichkeit von Corona nahebringen oder will er bestätigen, dass Corona absolut harmlos ist? Ja, wenn er mir die Gefährlichkeit nachbringen wollte, dann muss ich enttäuschen, denn das bestätigt die Harmlosigkeit von Corona. Na, wir haben also. Wir haben 80 Millionen Menschen, wo ist es? Kann man das gut sehen? Ja, ich glaube, Sie können es gut sehen. Wir haben in Deutschland 80 Millionen Menschen. Auf der Welt gibt es aber nicht 800, das wäre der Faktor 10, sondern 8 Milliarden Menschen, 8000 mal eine Million Menschen. Also müssen wir mit 100 multiplizieren. Und wenn wir uns klar machen, hier 25.000 Tote hatten wir bei ganz normaler Grippewelle Winter 2018. Kräftige Grippe. Und jetzt müssen wir zwei Nullen dranhängen für die Weltbevölkerung. Aha, 250.000, noch eine Null. 2,5 Millionen. Das heißt also, wenn Corona so gefährlich wäre wie die Grippe, müsste es jetzt weltweit statt 750.000 Toten, müsste es 2,5 Millionen Tote geben. Und jetzt teilen wir das mal durch drei. Ja, jetzt teilen wir also. Nein, wir teilen das durch 750.000 geteilt durch 750.000 Corona-Tote weltweit ist gleich ein Drittel, also 3,3, genau ein Drittel. Das heißt, wir haben, jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, die Zeiten sind auf dem Globus verschieden, sozusagen verschiedene Teile der Erde kommen später dran und so weiter. Aber bis jetzt sind also nur, liegt das, sieht es so aus, als ob die Sterblichkeit von Corona nur ein Drittel derer von der Grippe wäre. Ne?
Also entweder so rum und wenn da noch ein bisschen was dazu kommt, stellen wir uns vor, da kommen noch ein paar hunderttausend dazu, dann ist es immer nur noch halb so stark wie eine Grippe. Also beweisen die Zahlen eigentlich, dass Corona harmlos ist, verglichen mit Grippe. Also ich vermute eher sogar, dass es sein könnte, dass Corona wirklich eine sehr, sehr kräftige Grippevariante sozusagen sein könnte. Aber diese Zahlen belegen eigentlich, dass es nur ein Drittel der Gefährlichkeit einer Grippe haben könnte. Na, also von daher, jetzt wissen wir nicht, was der Kommentator sagen wollte, aber gut, diesen Kommentar haben wir erledigt. Nächster Kommentar. Der Selektionsdruck ist heute nicht mehr, wie viele Kinder kann ich aufgrund meiner Fähigkeiten, wie zum Beispiel Intelligenz, ernähren, sondern wie viel meiner Lebenszeit will ich für Kinder aufopfern. Das führt zu anderen evolutionären Ergebnissen. Also das verstehe ich schon mal gar nicht. Ich weiß nicht, wenn es jemand versteht, bitte Kommentare schreiben, ne? Also der Selektionsdruck ist heute nicht mehr. Ja, weiter geht's. Also der Selektionsdruck, ja, wie viel meiner Lebenszeit will ich für Kinder aufopfern? Na ja, gut, also ich kann das nicht nachvollziehen, aber jetzt gehen wir mal weiter. Das führt zu anderen evolutionären Ergebnissen. Man müsste eine Art Nicht-Kindergeld einführen. Ja, das ist doch mal ein interessanter Gedanke. Ja, also jeder 18-Jährige bekommt 1000 Euro per Monat, solange er keine Kinder hat. Ab dem ersten Kind entfällt die Prämie. Dann würden nur noch die Leute bekommen, die sie wirklich wollen oder denen 1000 Euro nicht viel ausmachen. Das würde zwar insgesamt zu weniger Kindern führen, aber zu mehr gewollten und es würde natürlich auch zu mehr leistungsfähigen Kindern führen, denn ja, also hier, wo haben wir's? So. Die Leute hier, für die wäre es ganz schlimm, auf diese 1000 Euro zu verzichten. Allerdings müssten wir da natürlich den Nachteil eingehen, dass wir damit sozusagen wieder ein relativ großzügiges, bedingungsloses Grundeinkommen für den Einzelnen hätten. Da sind wieder andere Nachteile mit verbunden, denn wir müssen ja dann für die ganzen Armeen der niedrig qualifizierten oder unqualifizierten, berühmte Hauptschulabsprecherin, müssten wir ja dann wieder ganz viel Geld aufbringen, was wir auch von hier wieder abziehen müssen. Und dann haben wir hier wieder Abwanderung von Leistungsfähigen ins Ausland, dadurch Arbeitsplatzverluste und gehen dann in eine Spirale rein, die eventuell nach unten geht, volkswirtschaftlich. Also mit den 1000 Euro. Aber im Prinzip ist der Gedanke natürlich nicht ganz verkehrt, nämlich dass jemand, eine Frau, die sehr leistungsfähig ist, sozusagen, wenn die diese 1000 Euro ihr wegfallen, das macht ihr gar nichts bei ihrem Gehalt, das sie hat, oder sozusagen, wenn sie mit einem hochleistungsfähigen Mann zusammen ist und der verdient so viel, dass ihn diese 1000 Euro Verlust nicht kratzen, dann hätten wir als Resultat auch hier wieder diesen Verlust, also wieder, dass die Kinder hier geboren würden und das wäre sehr gut für die Volkswirtschaft, ja. Aber der große Fehler wäre wohl diese 1000 Euro. Woher nehmen wir die? Wir müssen die von hier nehmen und darüber schaufeln. Und wie viele Leute wandern uns dann ab? Wie Professor Sinn immer so schön sagt, wie viel laufen weg? Ja, wie viele laufen weg aus Deutschland, weil sie diese Steuererhöhungen, die für diese 1000 Euro nötig sind, nicht bereit sind zu tragen, sondern im Ausland dann weniger Steuern haben und dann gehen sie mit ihren Arbeitsplätzen ins Ausland und wir haben die Massenarbeitslosigkeit. Also von daher sind da wieder andere Probleme mit verbunden, ne?
Also von daher würde ich sagen, ja, keine schlechte Idee, aber auch keine durchgehend gute Idee, ne? Ja. In China hieß die Parole, gebäre weniger oft, dafür aber mit besserer Qualität. Ja, wenn es dazu führt, dass wirklich dadurch dann die Leistungsfähigen die Kinder bekommen, ist der Grundgedanke im Prinzip gut und richtig. Aber wie gesagt, diese 1000 Euro alleine würden schon wieder zum Auswandern von Unternehmern und Erfindergenies führen. Also ja, teilweise ja, aber eben das Konzept der Next Scientist for Future gefällt mir da dann doch besser, ne? Ja, und jetzt sind wir in dem Bereich. Die Gemeinwohlökonomie, ich gehe erstmal kurz auf die Kurznachrichten zwischendurch ein. Da machen wir natürlich wie immer unser Tagesbild dazu. Also, was mache ich hier für Mist? Kurznachrichten. Ja. Ein schwedischer Arzt sagt, Corona ist für uns Schweden vorbei. Ja, das ist eben klar. Wenn ich dem Virus völlig freien Lauf lasse, dann werden alle damit infiziert und wie bei jeder normalen Grippewelle sterben dann die Geschwächten, die mit den schwachen Immunsystemen und die Hochbetagten und die Alten und so weiter. Und dann kommen eben nicht 120.000 Tote, wenn es sich nur um eine kräftige Grippe handelt, sondern eben nur 5.700 wie in Schweden. Und in Weißrussland schwankt ja zwischen die Angaben zwischen 60 und 600 Corona-Toten, also statt 120.000 nur 600. Statt 120.000 in Schweden nur 5.700. Und das können ja jetzt auch keine mehr nachkommen, weil ja jetzt alle dem Virus mal begegnet sind. Denn eine Durchseuchung ist ja was ganz anderes. Ja. Wenn Sie nachweisen wollen, dass jemand mit dem Virus Kontakt hatte, muss er ja schon ein schwaches Immunsystem gehabt haben. Ja? Die Menschen mit den stärksten Immunsystemen, mit hochvitalen Schleimhäuten, wären wahrscheinlich das Virus ab, ohne dass es überhaupt in eine Zelle eindringen kann und dort Spuren hinterlassen kann. Und in dem Sinne kann es ja sein, dass jeder Schwede schon dem Virus begegnet ist, auch wenn man nur in einem kleinen Bruchteil Antikörper findet. Das ist sogar ein Hinweis darauf, dass es sich eben gerade um ein sehr schwaches Virus handelt, weil nämlich dann eben eine große Zahl der Menschen so starke Schleimhäute hat, dass das Virus abgewehrt wird, bevor es überhaupt Spuren in den Zellen hinterlassen könnte. Ja? Und das wäre also dann sozusagen, deswegen wäre es in Schweden auch möglich, dass man bei denen nur bei wenigen Schweden Antikörper feststellt und trotzdem alle Schweden resistent sind gegen das Virus. Ich bin mal gespannt. Also, wie gesagt, der schwedische Arzt sagt, für uns Schweden ist Corona endgültig vorbei. Ne? Bin mal gespannt, ob da noch mal was Neues, anderes kommt. Ja, und wir in Deutschland und im Rest der Welt ruinieren uns weiter volkswirtschaftlich und zerstören uns alle selber. Wir begehen also alle gerade aus Irrtum heraus kollektiven Selbstmord, weil wir alle, die Masse der Menschen, Angst hat vor 900.000 Corona-Toten, die jederzeit noch kommen könnten. Vermeintlich, die aber in Schweden und Weißrussland niemals gekommen sind, obwohl dort das Virus völlig freie Bahn hatte. Ja, so, und dann haben wir hier Gradido. Eine Sendung über Gradido. Da wurde nochmal deutlich, wo der zentrale Denkfehler ist. Also, jeder Mensch, da haben wir wieder 1000 Euro. Jeder Mensch bekommt 1000 Gradido, die ungefähr so in der Größenordnung ja irgendeinen wie einen Wert wie ein Euro haben sollen. Ne? Jetzt stellt sich wieder die Frage, woher kommen diese 1000 Gradido? Ja? Wie viel verlassen dafür das Land, wenn sie das tragen sollen? Ja?
So, und dann bei Gradido wieder der übliche Effekt, ja, also quasi Gradido geht von der Grundthese aus, dass alle Menschen Genies seien, alle gleich intelligent, dass es keine Rolle spiele, ob man Leistungsträger im Lande hat oder ob man sie aus dem Lande vertreibt. Es gibt für die Gradido gibt es keine genialen Unternehmer, es gibt keine genialen Erfinder, gibt es alles nicht. Jeder Mensch ist ein Genie. Ja, auch das Kind einer Hauptschulabbrecherin kann jederzeit die Hochtechnologie erfinden, die wir im nächsten Jahrtausend brauchen. Ne? Also sozusagen. Und auf Grundlage dieses Zentralirrtums kommt es dann zur Idee, dass jeder Gradido 1000 Gradido bekommt, auch die Kinder. Also dann haben wir wieder die berühmte Hauptschulabbrecherin mit 18 Kindern, die hat dann also am Ende ein Monatseinkommen von 19.000 Gradido für nichts, ja? Und dafür muss sie 50 Stunden im Monat arbeiten mit etwas, was ihr Spaß macht. Und da sie ja nichts kann, ist das eigentlich dann wertlos, was sie in den 50 Stunden tut. Ne? So, und dann jetzt aber die andere Seite. Jetzt gucken wir uns den an, der normalerweise 1000 Euro die Stunde bekommt, für seine Arbeit, ja, als hochleistungsfähige Person, ja. Die muss jetzt dann also 50 Stunden Zwangsarbeit machen für nur 20 Euro die Stunde. Und jetzt fragt die sich, ja, will ich 50 Stunden im Monat verlieren, wo ich normalerweise 50.000 Euro bekommen würde? Und für die kriege ich dann nur 1000. Ja, das ist ja eine Enteignung, sagt sich dann der. Und dann gehe ich halt ins Ausland, verlagere meinen Wohnsitz ins Ausland. Und dann nehme ich meine Arbeitsplätze mit, nehme ich meine Fabriken mit, verkaufe die Fabrikgebäude hier und wandere ab. Ja, und dann kann ich wieder jede Stunde 1000 Euro die Stunde kriegen. Ne? Also das heißt, das ist auch wieder ein Programm letztendlich zur totalen Zerstörung der Volkswirtschaft, Massenarbeitslosigkeit wird die Folge sein und so weiter. Ja, also das heißt also wieder ein Selbstmordprogramm. Ja, und das Schade war, dass in der Talkshow mit Gradido sozusagen leider, ich habe ja immer dezente Hinweise gegeben, so die Frage klären, wer akzeptiert denn das? Welcher Milliardärskönig ist denn bereit? Hier, welcher Milliardärskönig, Politikkönig ist denn bereit, Gradido zu akzeptieren, wenn er dann 50 Stunden im Monat für 20 Euro Zwangsarbeit leisten muss, anstatt 10.000 Euro die Stunde weiterhin zu beziehen? Und da fürchte ich eben, dass kein Milliardärskönig da in Deutschland bleiben würde. Bevor also solche Gesetze eingeführt würden, würden alle fähigen, alle genialen Unternehmer und genialen Erfinder das Land schon längst verlassen haben. Also man könnte sagen, der ganze Teil hier, eigentlich dieser ganze Teil würde abwandern und zurück bleibt ein nicht mehr leistungsfähiges, volkswirtschaftlich verarmendes, von Arbeitslosigkeit geprägtes, ideenloses, innovationsloses Deutschland. Ne? Denn wie gesagt, es reicht ja nicht, dass diese Leute natürlich, die können auch irgendwas erfinden, aber die Erfindung muss ja konkurrenzfähig sein zu den größten Genies aus aller Welt. Und das ist es dann eben nicht mehr, weil die deutschen Genies alle abgewandert sind in alle Welt und dort werden die Top-Produkte hergestellt und bei uns werden dann die DDR-Produkte hergestellt. Also wieder ein Ansatz, der in eine schlechtere DDR wieder führen würde. Ne? Ja, leider ist das wohl so. Ne? Ja, herzlich eingeladen, wieder in der nächsten Talkshow vielleicht dann darüber auch nochmal zu talken, was die Kritikpunkte an Gradido anbetrifft. So, dann schauen wir doch mal auf unsere. Ja,
Da so, ich habe nur so, ich habe nur so ein bisschen rumgegoogelt, was gibt es an Kritik an Krall und an Gemeinwohlökonomie, weil wir ja auch nachher nochmal abschließend dann die Tagesthemen zusammenfassen müssen, ja. So, Gemeinwohlökonomie. Die Gemeinwohlökonomie gehe von Wertungen aus, schränke Eigentums- und Freiheitsrechte ein. Also auch wieder das Gleiche wie bei Gradido. Das ist die gleiche Schublade. Immer wird quasi unterstellt, alle Menschen seien Genies. Deswegen ist es ja nicht schlimm, wenn die Reichsten und die, also quasi die Reichen, alle abwandern. Das ist ja nicht schlimm. Ja? In Wirklichkeit, versteht man nicht, dass man, wenn man das Einkommen auf 20-fache, also nehmen wir mal an, jemand verdient 1500 Euro, das 20-fache wären 30.000 Euro im Monat. Es gibt aber Leute, die verdienen 300 oder die kriegen 300, 400, 500, 1000, 1 Million im Monat und die wandern natürlich alle ab, bevor das Gesetz wird. Ne? Und dann auch die Größe der Unternehmen, alles überall wird regulierend eingegriffen. Was alles nicht nötig ist, wenn wir die Wohlfühlstimme, die Gesundheitsdaten und die Langlebigkeitsdaten und die Wirtschaftswunderdaten einführen und daraus die Verdienstzuschläge berechnen sozusagen, dann kriegen wir damit überhaupt keine Probleme, denn dann brauchen wir die Reichen nicht zu vertreiben, sondern die finden das sogar dann toll, weil es ihr Leben verbessert, ne? Also weil es ihnen viel gibt. Ja, also wolle Marktwirtschaft und Konkurrenz abschaffen. Ja, natürlich hat Christian Felber eine Aversion gegen Konkurrenz, aber Marktwirtschaft will er ja nicht total abschaffen, nur eben, na, gehen wir mal weiter. Die Individuen einem Gemeinwohlgremium unterwerfen, ja. Wichtiger ist aber, sie sei bürokratisch und ineffektiv. Wie will man Gemeinwohlbilanz-Wirtschaftsprüfer so ausbilden, dass nicht der Punktwert der Bilanz eines Unternehmens nicht in Wirklichkeit total variiert mit der Tatsache, welcher Gemeinwohlwirtschaftsprüfer sozusagen da am Werk war. Und das kann ich mir nur vorstellen, dass es zu riesigen juristischen Streitigkeiten führen wird, wenn von der Punktzahl millionenschwere, milliardenschwere Entscheidungen abhängen werden und so weiter. Also das ist ein Bürokratiemonster, die Gemeinwohlökonomie, ne? Die Wirtschaftskammer, in einem Streit, ja, bezeichnete das Modell der Gemeinwohlökonomie als weltfremd. 2011 sah der Chefökonom, Sie können das ja in Ruhe lesen, wenn Sie Lust haben, die Gemeinwohlökonomie in der Gemeinwohlökonomie einen Wegweiser in Armut und Chaos. Ja, das ist leider so, wie ich es eben bei Gradido gezeigt habe. Ein Modell, was quasi davon ausgeht, dass alle Menschen Genies seien und genetisch alle sozusagen Genies seien, dem es also egal ist, ob die gesamten Reichen das Land verlassen, alle, die gut verdienen, das Land verlassen. Das führt dann faktisch zu Armut und Chaos. Ja. Tatsächlich erinnert sein Modell an dunkle Epochen und trägt den Keim einer neuen Kommandowirtschaft in sich. Naja, gut. Ja, Michael Fleischhacker hätte ihn zwar beschimpft, ja, als Anarchomarxist, neokommunistischer Gemeinwohl-Pseudoökonom, Herz Jesu marxistischer Enteignungseuphoriker. Ja, also Fleischhacker ist ja der Moderator der besten Talkshow im deutschsprachigen Raum, dem Talk im Hangar 7. Ja. Aber ja, es ist eben leider was Wahres dran an der Kritik, ja.
seinen kruden, simpel gestrickten, extrem bürokratiegetränkten Sozialismus. Ja, es ist eben letztendlich eine Austreibung aller Reichen und Fähigen aus Deutschland oder aus Österreich oder aus der Schweiz. Und das wird zum wirtschaftlichen Totalzusammenbruch führen, ja? Angesichts der Fülle an demokratischen Institutionen, die Felber zur Bändigung des Kapitalismus findet, wird einem Angst und Bange, ja. Also es ist einfach riesiger Aufwand. Die Frage ist, wann die Leute noch arbeiten sollen, wenn sie in vielen Gremien sitzen und irgendwelche demokratischen Entscheidungen und so weiter, Punkt des geringsten Widerstands und so weiter finden sollen. Und das Dilemma ist ja auch, was ich schon gesagt habe bei Christian Felber, dass er ja immer nur vor einer Stichprobe von Linksradikalen spricht und die dann natürlich ganz klar dafür sind, dass eben das Höchsteinkommen nur noch zehnfach höher sein darf. Das würde bedeuten 15.000 Euro im Monat, wäre dann das maximale Einkommen sozusagen. Und dass dann alle, die gewohnt sind, über 15.000 Euro im Monat zu haben, Deutschland verlassen, ist halt der andere Punkt. Schluck Wasser. Ja, wann sollen die Leute den Wohlstand produzieren, wenn sie ihre demokratischen Rechte in den wie Schwammerln aus dem Boden schießenden Einrichtungen üben wollen? Demokratische Banken, Gemeinwohlkonvent. Natürlich, man könnte das alles mit repräsentativen Wählerstichproben machen. Also wenn man immer repräsentative Wählerstichproben hat, dann braucht man da nicht viele Leute, sondern das wäre also kein Argument. Das hatten wir ja auch schon mal angedacht, dass man mit repräsentativen Wählerstichproben gute Ergebnisse erzielen kann, die einer Großwahl bis auf wenige, also winzige Stellen hinterm Komma sozusagen gleichkommen können. Ne? Gut, Bankenrat, Konsumenten, ja. Vertreter der kleinen Sparer. Mit bürokratischer Versessenheit skizziert er zu schaffende Strukturen. Demokratischer Bankenverbund. Wie gesagt, wenn man das über repräsentative Stichproben lösen würde, wäre das ja kein Problem. Ne? Definiert. Ja. Wen das ans fehlgeschlagene Rätesystem der Sowjetunion und Planwirtschaft erinnert, der liegt nicht ganz falsch. Ich muss immer sagen, Pseudoplanwirtschaft der Sowjetunion. Denn was wir bis jetzt auf der Welt hatten, war Pseudosozialismus, Pseudokommunismus und Pseudoplanwirtschaft. Und naturwissenschaftlich fundierte Kommunismus sozusagen war ja noch nie existent. Ja? Also deswegen muss man da schon offen bleiben. Man darf jetzt nicht sich ein Denkverbot auferlegen, nur weil es mal eine Pseudoplanwirtschaft gibt, darf man nicht mehr über planwirtschaftliche Dächer nachdenken. Dazu neigen viele Leute. Das ist aber auch wieder ein Zentralirrtum. Ne? Felber unterschätzt sträflich die Differenz zwischen Schreibtisch und Realität und die Tatsache, dass ein zu viel an Gremien, die direkt demokratische Kontrolle brauchen, genau dieser Kontrolle entgleitet. Ja, weil nur eine kleine Minderheit in der Lage ist, in endlosen Gremiumssitzen Lebenszeit zu vergeuden. Überdosierte Heilmittel machen krank. Also es kann natürlich sein, dass wenn man dann viele BürgerInnen repräsentativen Wählerstichproben, Gremien sozusagen sitzen hat, dass das wirklich auch die Volkswirtschaft deutlich schwächt. Ne? Und dass die Wohlfühlstimme würde das alles ja völlig unnötig machen, weil damit wäre ja, die Wohlfühlstimme ist ja eine ständige Volksabstimmung und damit wäre die Lenkung der Wirtschaft ja vollkommen ausreichend erfüllt. Ne? Erziehung zu neuen Werten, Daseinsvorsorgekonvent, Medienkonvent, Bildungskonvent, demokratischer Wirtschaftskonvent. Ja, also trotz repräsentativer Wählerstichproben klingt das doch nach einer riesigen bürokratischen Schwächung der gesamten Wirtschaft. Die Leute sollen besser
neue Erfindungen machen. Ja, das würde ich ebenso auch so sehen. Hinter den demokratischen Überlegungen lugt das böse Antlitz der Diktatur hervor. Naja, gut. Tendenz zu autoritärer Entartung. Fleischhacker hat recht, Schwelger schwelgt in Enteignungsfantasien und predigt einem pseudoökonomischen Pseudokommunismus. Sein Demokratie trägt den Keim einer neuen Kommandowirtschaft in sich. Nur der Vorwurf Anarchomarxist ist falsch. Die pedantischen Vorschriften von Felber sind das Gegenteil von Anarchie. Ja, trotzdem bleibt man als, ja, wie weit es von Felbers Modell zur Gemeinwohldiktatur ist, will man lieber nicht in Erfahrung bringen. Ne? Wer bestimmt, wie hoch das maximal verfügbare Vermögen sein darf? Wie hoch die maximal mögliche Einkommensspreizung? Ja, da steckt dieses Abwandern. Abwandern, alle Reichen und Fähigen werden schlagartig vor der Einführung der Gemeinwohlökonomie Deutschland verlassen und zurück bleibt ein armes, ideenloses, konzeptloses Land und also die Vollpleite sozusagen. Verwaltungsaufwand, ja, also riesiger Verwaltungsaufwand. Ja, wenn ich entscheiden will, an welches Unternehmen vergebe ich und wenn dann fünf Prozesse laufen, ob die Gemeinwohlbilanzpunktwerte bei einem Unternehmen zu niedrig sind, beim anderen zu hoch sind und so weiter. Ja, dann wo soll das enden, ne? Dann wird am Ende alles willkürlich vergeben werden, ne? Alles liegt dann letztendlich im Ermessen des einzelnen Gemeinwohlbilanzwirtschaftsprüfers, was automatisch zu Ungerechtigkeiten führt. Ja? Na gut, das wäre nicht so schlimm, aber das Entscheidende ist bei Felber halt, dass er vor allem das Grundproblem nicht löst, nämlich dass die Schädlichkeit von Produkten gar nicht festgestellt werden kann mit der Gemeinwohlbilanz, weil ja die Auswirkung auf die Gesundheit und auf das Wohlfühlen der Bürger langfristig eines Produktes ja nicht gemessen wird, sondern das wird ja nur in der Wohlfühlstimme und den Gesundheitsdaten und Langlebigkeitsdaten wird das zuverlässig gemessen. Ja, und wenn ich auch das Erbrecht auf 500.000 Euro beschränke, dann wird ja der biologisch sinnvolle Mechanismus, durchbrochen. Ja, also, jemand hat ein milliardenschweres Unternehmen erzeugt, weil er ein genialer Unternehmer ist. Und das möchte er jetzt seiner Tochter vererben, ne? Oder seinem Sohn, ne? Und jetzt darf er aber nur noch 500.000 Euro vererben. Deswegen geht dann das Unternehmen kaputt, denn das wird ja dann für irgendwie in Staatshand übernommen werden oder so. Und dann wird es kaputt gewirtschaftet, ja, weil dann eben kein genialer Unternehmer das Unternehmen mehr führt, sondern ein unfähiger Bürokrat, ja. Und die 500.000, und was ist jetzt schlecht daran? Also mit gewisser Wahrscheinlichkeit hat die Tochter die gleichen guten Gene wie ihr Vater, wenigstens teilweise, zu 50%, ja. Und dadurch wird sie auch wieder ideenreich und hochqualifiziert dieses Unternehmen erfolgreich betreiben und wird deswegen 100.000 Arbeitsplätze weiterhin sichern für die weniger leistungsfähigen in Deutschland sozusagen. Und wenn ich ihr das Erbe aber wegnehme, großenteils, ja, dann warum soll dann nicht der Vater, bevor die Gemeinwohlökonomie sozusagen eingeführt wird, mit seinem ganzen Unternehmen aus Deutschland abwandern, weil er sagt, meine Tochter ist ein sehr gescheites Mädchen und die wird das Unternehmen weiterhin erfolgreich führen, aber in Deutschland wird es weggenommen und mein Lebenswerk wird zerstört werden und meine Tochter wird sozusagen vor dem Nichts stehen, ne? Und das will ich nicht. Und das heißt also, was spricht dagegen? Natürlich wird immer mal, stellen wir uns vor, der Sohn würde es übernehmen und der wäre jetzt hätte genetisches Pech gehabt. Der wäre jetzt eine Mutante,
die völlig unfähig ist, ein völliger Idiot. Und der erbt jetzt das ganze Unternehmen. Der wird das auch kaputt wirtschaften, ja? Aber die Wahrscheinlichkeit, dass er das, also er wird das kaputt wirtschaften und dann geht das Unternehmen halt pleite, ja? Weil er eben zu dumm ist, das weiterhin intelligent zu führen. Das passiert natürlich, das wird auch passieren. Aber das ist doch kein Problem, denn wenn die Mehrzahl der Unternehmen solche intelligenten Töchter hat, ja, und die das Unternehmen gut weiterführen, dann bedeutet das ja, dass die 100.000 Leute weiterhin in Deutschland Arbeit haben, obwohl sie sonst nicht Arbeit hätten. Und wenn dann eben durch nur 500.000 Euro die Tochter kriegt und das milliardenschwere Unternehmen in Staatshand fällt und ein Bürokrat, wird es dann automatisch kaputt wirtschaften, das Unternehmen. Ne? Von daher sozusagen, oder wenn das, ja, also von daher würde ich sagen, jeder Milliardär, das ist für uns sozusagen in der Summe nicht schlecht, wenn der Milliardär seine Milliarden an seine Tochter vererbt und die damit wieder gut wirtschaftet, dann ist das für uns nicht schlecht. Es ist also besser, wir haben die Milliarden in der Hand einer klugen Tochter hier, als dass wir die Milliarden in der Hand der Unklugen haben, der Unintelligenten haben. Weil die werden dann dieses Vermögen ganz schnell vergeuden und zerstören. Ja, also von daher würde ich sagen, es ist doch gut, wenn Milliardäre ihre Milliarden an ihre Kinder vererben dürfen. Ja? Das Problem ist doch nur, tun sie wirklich uns Gutes mit allem, was sie machen? Und das ist doch die Frage nach dem Produkt und was sie sonst noch tun. Wird damit unser Wohlfühlen gesteigert oder beschädigt? Und das misst die Wohlfühlstimme ja zuverlässig und die Gesundheitsdaten und die Langlebigkeitsdaten. Und damit haben wir mit dem Modell der Next Scientist for Future alle Probleme gelöst, mit dem Modell der Gemeinwohlökonomie keine Probleme gelöst. Ne? So, wo waren wir? Ja, also das war Christian Felber. Und jetzt kommen wir zum Dr. Markus Krall. Doch Markus Krall zeigt auch seine konservative, vielleicht sogar reaktionäre Seite, wenn er neben der extrem liberalen Haltung gleichzeitig für Religion und Ehe als Heilmittel plädiert. Schluck Wasser. Historisch jedenfalls passen Liberalismus, den er ja leidenschaftlich vertritt, und den ebenfalls von ihm postulierten christlich-konservativen Werten nicht wirklich zusammen, denn der Liberalismus wollte sich doch gerade von den Fesseln der Religion befreien, was Markus Krall bei aller Klarheit seiner ökonomischen Analyse hier als Heilmittel vorschlägt, ist gewissermaßen eine Rückkehr in die Vormoderne, in die gute alte Zeit mit allem allmächtigen Gott und der heiligen Ehe. Und das ist im wahrsten Sinne des Wortes reaktionär und antiliberal, weil es auch faktisch auf Unfreiheit hinausläuft. Was Krall anstrebt, ist ein autoritäres Regime, in dem eine kleine Gruppe die Politik bestimmt. Krall fordert darin unter anderem eine Aberkennung des Wahlrechts für Menschen, die Leistungen wie Arbeitslosengeld, Sozialhilfe, BAföG, Wohngeld oder Kindergeld erhalten. Nach dem Konzept Kralls sollen auch Empfängerinnen von staatlichen Subventionen wie landwirtschaftliche Betriebe und deren Angestellte ihr Wahlrecht verlieren. Stattdessen sollen nur Leistungsträger über die Zusammensetzung von Parlament und Regierung entscheiden dürfen. Ja, das kann man alles kritisieren, ja, aber das sind alles winzigste Kritikpunkte verglichen mit dem, dass Markus Krall die Gefährlichkeit des freien Marktes nicht sieht. Und hier sind wir bei den Tagesthemen, ja. Also all diese Argumente, so vernichtend sie gegenüber Krall und damit aber auch gegenüber Hans-Werner Sinn sind, ja, also die Kritik,
die an Christian Felber geäußert würde, trifft fast eins zu eins auch auf die ökologisch-demokratische Partei zu. Auch dort ist wieder die Idee im Hintergrund, alle Menschen sind Genies und es macht nichts, wenn wir die Reichen aus dem Lande treiben, quasi vertreiben. Und sozusagen, Thilo Jung hat ja auch gesagt, ja, könnten wir denn nicht dann Mauern für die Gelder machen, damit die Reichen gar nicht abwandern können? Ja, aber wie gesagt, dann müsste man ja schon bei der ersten Diskussion, müsste es ja schon entschieden sein und man müsste quasi das Abziehen von Kapital aus Deutschland ja verhindern können. Und das wird einfach nicht geschehen können, ja, sondern sobald die Diskussion hochkocht, werden alle vorsichtshalber ihr Kapital aus Deutschland rausziehen und dann ist Deutschland schon ein bettelarmes Land, ne? Das heißt also, ja, also und von daher, also liebe Fridays for Future und liebe Greta Thunberg, also ihr seht's, hier nochmal war die Kritik an Christian Felber, also es gibt keinen anderen Ansatz als den der Next Scientists for Future. Und das ist für euch auch die einzige Chance, über einen Koalitionslohn sozusagen eure Ziele zu verwirklichen. Ansonsten wird kein vernünftiger Mensch auf der Welt eure Ziele in irgendeiner Weise erfüllen. Ja, denn das geht so nicht. Ja, wie Professor Hans-Werner Sinn auch so richtig sagt, es geht so nicht. Und jetzt nochmal abschließend. Was ist der vernichtende Zentralirrtum und Irrweg all dieser Leute? Was? Wo irren sie sich total? Sie unterschätzen alle, und da könnte man noch Karl Marx dazu schreiben, sie unterschätzen alle die Gefährlichkeit des von freiem Markt und freier Arbeitsteilung, also auch der sozialen Marktwirtschaft, um den Faktor 1000 oder 100.000. Ja? Denn faktisch ist es so, dass alles Übel aus der Welt aus dem freien Markt und der freien Arbeitsteilung stammt. Kurze Beweisführung wieder zum millionsten Male. Ja, Schulsystem oder ja, Schulsystem, bleiben wir einfach dabei. Also, dieser erste Frühlehrer der Evolution, ja, ist noch in der Welt der Wahrheit und sagt, ich darf jetzt aber nicht anfangen, dafür zu sorgen, dass die Kinder immer schlechter lernen und ihnen den Spaß am Lernen zu verderben, damit ich neue Lehrer bewilligt bekomme vom Staat oder von meinem sozusagen und dann also sozusagen der Oberlehrer werden kann, der Schulleiter werden kann, ja, und dadurch Karriere mache. Je schlechter ich unterrichte, vor dieser Gefahr muss ich aufpassen. Das ist ein guter Frühlehrer, der erkennt, dass das System, das arbeitsteilige System, gefährlich ist und zu schädlichen Folgen führen kann. Aber irgendwann kommt nach dem Naturgesetz von Mutation und Selektion der erste Frühlehrer der Evolution, der sich irrt und der sagt, nein, also hier, ich habe hier eine pädagogische Idee und ich habe hier eine pädagogische Idee und ja, und dann probiere ich mal diese pädagogische Idee aus und dann probiert er all diese Ideen aus, sozusagen. Die Kinder verlieren total den Spaß am Lernen. Er sagt, man stellt fest, die Kinder können gar nichts. Dann sagt der Lehrer, naja, das liegt daran, ich brauche einfach mehr Unterlehrer, ich brauche mehr Lehrer. Wir haben zu wenig Lehrer und deswegen sind die Kinder so dumm, ja, weil ich alleine bin überfordert. Ja, und dann werden neue Lehrer bewilligt und er wird der Schulleiter und er verdient mehr und so weiter und wird der Boss und so weiter und die hübschen jungen Lehrerinnen gewinnt er als Liebespartnerin. Er kann also hier zwei Kinder ernähren, drei Enkel, zwei Urenkel und wird der Vorfahre des heutigen Lehrers. Und das heißt also, dass die Lehrer dann also, dass sich alle diese Irrtümer als diese
pädagogischen Irrtumsvorstellungen sich als vorteilbringende Irrtümer erwiesen haben und sich mit dem Erfolg dieser Lehre ausgebreitet haben, sodass mittlerweile die Kinder so unterrichtet werden, dass sie völlig den Spaß am Lernen verlieren und dann nach 9 Jahren noch nicht mal lesen, schreiben und rechnen richtig können. Ja? Und so weiter. Ja, das heißt also, freier Markt und freie Arbeitsteilung zerstört jedes gesellschaftliche System, nicht nur die Wirtschaft. Und das verstehen alle diese Personen nicht. Und deswegen sind ihre Vorstellungen alle drastische Irrwege. Alle Probleme können nur Wohlfühlstimme, Gesundheitsdaten, Langlebigkeitsdaten, Wirtschaftswunderdaten und viele andere kleine Steuerelemente. Bei den Schulen bräuchte man jetzt ja andere Steuerelemente. Zum Beispiel muss man ja bei den Schulen, was muss man, zum Beispiel muss man dann die Steuerleistungen der Kinder, wenn sie erstmals in den Beruf gehen, sozusagen, wenn sie erstmals Steuern zahlen, muss man in Bezug setzen, statt statistisch mit hochkomplizierten Verfahren, Stichwort Faktorenanalyse, und muss also raus analysieren. Ein Kind hatte ganz viele Kindergärtnerinnen, Lehrer, Hochschullehrer und so weiter. Und man muss rausfiltern, welcher Lehrer ist in dieser Masse an Millionen Kindern ein Bremser und welcher ist ein Förderer. Das kann man ausrechnen und daraus muss man eine Lehrerleistungsrangliste ermitteln und eine Kindergärtnerinnenleistungsrangliste und so weiter herstellen. Also ist alles möglich. Man braucht nur gezielte Steuerelemente. Die Next Scientists for Future wissen, wie das geht. Und wie gesagt, nochmal zu Fridays for Future. Niemand anders kann das, was ihr wollt, realisieren, außer Next Scientists for Future, weil die das auch so vorsichtig machen und so gekonnt machen, dass dabei gleichzeitig ein Wirtschaftswunder einhergeht mit gleichzeitiger Klimaneutralität und mit gleichzeitig der Tatsache, dass alle anderen Staaten auch sich dem Club der Willigen eines weltweiten Emissionshandels anschließen müssen, wenn sie davon profitieren wollen, von den neuen Reformen, und sozusagen sie genau den gleichen Prozentsatz wie Deutschland oder Österreich oder Schweiz, je nachdem, wer das als erstes Land einführt, die Reformen, sozusagen die USA muss, wenn sie die Reformen haben will, und die Reformen zu übernehmen, ist genauso gefährlich, wie wenn sie hingehen, wenn sie jemanden einen Formel-1-Motor bauen lassen. Und der hat das nicht 30 Jahre gelernt und studiert oder 40 Jahre gelernt und studiert, sondern nur 4 Jahre gelernt und studiert. Dann wird dieser Motor ein paar Mal vor sich hinstottern und dann wird das Auto liegen bleiben in der Formel 1. Und genauso ist es auch mit den 20 Reformen der Next Scientists for Future. Entweder Sie haben 40 Jahre Erfahrung mit Staatsumbau, Nachdenken über Staatsumbau, oder Sie haben sie nicht und dann wird die USA sozusagen ihr System kaputt reformieren. Ne? Also das heißt, wenn die USA das haben will, muss sie erstens den gleichen Prozentsatz wie das erste Land der Erde aufwenden für Klimaneutralitätsumbau sozusagen, und es muss dem Club der Willigen beitreten. Also von daher würden wir schnell eine CO2-freie Welt bekommen. Das geht aber nur über die Next Scientists for Future. So. Ja, also ich glaube, das war's für die jetzige wissenschaftliche Tagesschau heute. Wo ist es? Tschüssi, bis bald.